Seid gegrüßt und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Vicky Will's Wissen. Ich bin Vicky und wie ihr euch vielleicht denken könnt, bin ich ziemlich neugierig. Ich habe mich gefragt, habt ihr nicht vielleicht auch diesen einen Freund im Bekanntenkreis, der irgendwie schon länger traurig ist als normal, der sich total zurückzieht, vielleicht nicht mehr aus dem Bett kommt und nicht mehr den Interessen nachgeht, denen er vorher nachgegangen ist? Dann könnte es sein, dass euer Freund unter einer Depression leidet. Und das ist mein Thema heute. Wenn ihr auch darüber reden wollt, könnt ihr das gerne tun unter dem Hashtag Rede darüber. Depression ist eine ganz normale Erkrankung. Auch sie muss auf alle Fälle behandelt werden und sollte nicht unterschätzt werden, denn es ist nicht einfach nur irgendwie so eine Verstimmung oder ich bin kurz mal traurig, sondern man muss sich wirklich drum kümmern und wir gehen ja auch zum Arzt, wenn wir uns einen Arm gebrochen haben oder was ähnliches. Nur, dass es einfach nicht so offensichtlich ist und wir unsere Seele nicht einfach so eingipsen können. Bei einer Depression handelt es sich immer um ein chemisches Ungleichgewicht im Gehirn. Das kann man sich so vorstellen, dass bestimmte Botenstoffe, die dafür zuständig sind, dass wir glücklich sind, nicht mehr von einer Nervenzelle zur anderen transportiert werden können. Das ist natürlich blöd. Aber man kann dem Abhilfe schaffen, indem man beispielsweise eine Therapie macht. Und wenn euer Arzt euch dazu rät und wenn ihr das natürlich auch wollt, kann man es auch mit Medikamenten behandeln. Das muss man sich mal vorstellen. 4 Millionen Menschen in Deutschland leiden unter Depressionen. Ich meine, das sind mehr Menschen, als Berlin Einwohner hat. Und Berlin ist eine ganz schön große Stadt. Ich spreche aus Erfahrung. Und nur die Hälfte davon weiß überhaupt, dass sie depressiv sind. Und obendrauf kommt noch, dass nur 10% laut Studien angemessen behandelt werden. Das ist doch voll heftig, oder? Und warum ist es eigentlich so, dass nur die Hälfte der Leute wissen, dass sie überhaupt depressiv sind? So einfach ist es nämlich gar nicht zu erkennen, diese Depression. Wir unterscheiden zwischen körperlichen und psychischen Symptomen. Und wichtig ist einfach, genau versuchen, in sich reinzuhören, um diese wichtigen Warnsignale zu erkennen. Typische seelische Symptome sind beispielsweise Traurigkeit, Gefühlslosigkeit, sodass man quasi gar nichts fühlen kann. Manche Leute sagen auch, sie würden einfach gerne mal so richtig heulen, um überhaupt mal wieder irgendein Gefühl zum Ausdruck bringen zu können. Antriebslosigkeit, dass man keine Interessen hat, also keinen Bock auf gar nichts. Und manche Leute reden auch davon, dass sie Ängste haben. Bei den körperlichen Symptomen haben wir unter anderem Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Schlafstörungen, Gewichtszu- oder Abnahme und auch Erschöpfung. Jetzt fragen wir uns natürlich, woher kommt sowas eigentlich? Dafür gibt es eine Vielzahl von Faktoren, beispielsweise die genetische Veranlagung, das kann das soziale Umfeld sein und das können aber auch bestimmte Erlebnisse sein, beispielsweise eine schlimme Trennung, die man hinter sich bringen muss, Jobverlust oder dass man einen geliebten Menschen verliert. Die Sache ist die, eins haben wir alle gemeinsam, es kann jeden von uns treffen. Jetzt könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, wie hilflos, hoffnungslos und verzweifelt sich so jemand fühlen muss. Dass man sich vielleicht sogar als kompletter Versager fühlt und denkt, man kann es niemandem wirklich recht machen. Die schlimmste Konsequenz aus diesem ganzen Gedanken ist, dass man darüber nachdenkt, sein Leben selbst zu beenden. Und wenn es soweit ist, dann ist es echt allerhöchste Eisenbahn, sich Hilfe zu suchen. So, jetzt habe ich euch ziemlich viel zu dem Thema erzählt. Falls ihr euch oder einen Freund wiedererkennen solltet in irgendwas, was ich beschrieben habe, dann ist es echt wichtig, euch professionelle Hilfe zu suchen. Diese professionelle Hilfe findet ihr an der ersten Anlaufstelle bei eurem Hausarzt. Der Hausarzt kann euch die erste Beratung dazu geben und euch zu einem Therapeuten überweisen. Wendet euch ruhig an die Beratungsstellen in eurer Nähe oder eventuell an euren Schul- oder Unipsychologen oder vielleicht sogar an die Telefonseelsorge. All diese Hilfestellungen sind nochmal auf der Seite von Freunde fürs Leben zusammengefasst auf fnd.de/Hilfe. Wenn euch das jetzt alles ein bisschen zu schnell ging, kann ich das total gut verstehen. Ich bin ja immerhin auch eine ziemliche Quasselstrippe. Aber ihr könnt euch, wenn ihr möchtet, das Ganze nochmal ganz in Ruhe durchlesen auf
fnd.de/depression oder auch bei der Deutschen Depressionshilfe. Die haben da ein ganz tolles Projekt auf video.de. Und ja, ich wünsche euch auf alle Fälle viel Kraft, ganz viel Stärke und vor allem viel Mut, den Mund aufzumachen. Ich drücke euch ganz fest. Tschüssi, eure Vicky.